Henry. Ach, das ist nicht einer von der, von der Urfamilie. Ja, brav, Henry. Ja, brav. Du sprichst jetzt viel über Kampfhunde. Kampfhunde in Deutschland. Wenn jetzt. Yeah. Das ist das Training der täglichen Kampfhunde. Bestie, das ist eine Bestie? Ja, die habe ich Bestie genannt, weil sie so... So brav ist. Ja, pfui. Bestie, sag mal einen schönen Gruß. Was macht ihr denn? Ist die in Mallorca schon bekannt, die Bestie? Ja, die Claudi hat sie gesehen, gell? Ach so, die hat ja... Wir haben die noch gar nicht gesehen, praktisch. Oh, die Alte. Aber die vertragen sich da in demselben Kasten. Die vertragen sich gut, ja. Die zwei. Das ist aber schön, gell? Jetzt will sie da, nein. Es ist ganz gut, da kann ich sie manchmal wegtun, weißt du, wenn Leute kommen oder so. Ja, ja, das ist schon nicht schlecht. Und die Kleine muss ich ja reintun, weil die ja überall durchgeht noch. Wie, wen haben wir denn da? Wo bist Herbert du? Herbert F. Cheyenne. Hm? Was hast du? Aha. Bitte, bitte. Gille, machst du was mit der Hufe? Hat das was zu bedeuten? Bitte, bitte heißt das. Gill? Ja. Wollen sie was haben, wenn sie das machen? Ach, und da hinten kommt noch ein anderen raus. Ja, so ein Pferd ist halt doch auch nur ein Mensch, gell? Und da hinten ist der Palomino. Wie heißt der denn? Daisy. Das ist die Daisy. Ei, Daisy, das ist ein schöner Kerl. Geht der schon wieder fort? Komm, zeig dich noch einmal, Daisy. Da hätte ich ja Angst vor dem anderen. Die genieren sich so, weißt du. Er nimmt Rücksicht. Was kriegen sie denn da? Zuckerchen. Zucker? Das soll mir ja nicht geben, aber ich habe nichts anderes da. Ja, siehst du, das Fell wird auch mal gestrichelt. Ja. Ja, die sind ja noch verschlafen. Ich habe ja heute noch gar nichts gemacht. Ja, da sind sie noch ein bisschen müde, gell? So, jetzt Ja, jetzt reiten praktisch die Pferde. In den wilden Westen durch die Pampa, praktisch. Ja, was ist, willst du nicht raus, hm? Ach komm, hopp, hopp, raus, raus, hopp, hopp. Na also. Jetzt kannst du auch nachkommen. Gut. Hier, komm mal hier, komm. Hier, komm. Hier, komm. Hier, komm. Hier, komm. Da gucken. Bonnie, komm her. Hier. Du tust ja sonst immer deinen Kopf da durch. Ist das fein? Gell? Hm? Die Bonnie. Ach, du Kleine. Das ist, so das ist jetzt der Claudi, ihr Bonnie, gell? Ja. Das ist hier so ein bisschen was. So, Bonnielein. Komm her, komm. Guck mal, wie sieht die dann aus? Komm her, Bonnie, hier. Komm hier. Die hat dieselbe Haare. Ach ja, wie die Claudi hier. Die Claudi. Ja, 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 guck mal da hin. So ein Pferd ist halt doch nur ein Mensch, gell? Hey Bonnie, das ist zwar. So, so eben haben wir sie doch, die Bonnie, gell? Bonnie, Bonnie, bleib hier. Sie will nicht. Die will nicht, da, ist, sie, da ist sie drin. Bleib doch stehen. Bleib doch stehen, Bonnie. Bonnie, steh. Still, brav. Gell, da ist er in dir, das ist ihr Haus praktisch, das Bonnie-Haus. Ja, hm? Ja, so, Bonnie, jetzt bist du praktisch im großen Stall, hm? Ja. In der alten Heimat. Ach, hier war sie früher drin? Ah, hier waren die drinnen. Ach, da frisst sich jetzt der Rest von der Kollege mit. Die geht an den Leckstein. Die sind da leck. Das Ach, die leck da. Am Leckstein. Ja. Und wer kriegt das jetzt?
Ja, ich suche gerade das eine Panikseil, aber das was ist ein Panikseil? Für was ist denn das? Für die Bonnie, aber es ist nicht da. Ach, kriegst du da immer Panik, wenn sie das sieht? Hier. Ah, das Panikseil hatte ich also doch gefunden. Und was bedeutet das Panikseil? Das machst du so fest hier und wenn das Pferd Panik kriegt, dann machst du Schnapp und dann ist es ab. Ganz einfach. Aha. Wenn die nämlich manchmal angebunden sind und dann sehen sie irgendwas und dann wollen sie schnell weg. Und bevor sie das alles kaputt reißen. Ach, da können sie sich selber praktisch frei. Nee, nur, das kannst nur du als Mensch. Ach so, das können sie nicht selber machen. Jetzt wird also praktisch das europäische Panikseil angelegt, genau. Damit das Pferd praktisch wie ein Pferd fährt halt. Ja, genau. Wenn es mal eine Ware muss, ne, dann muss es ja auch angeschirrt sein. So ist brav. Gell? So ist brav, ja. Guck mal, ob sie nochmal ein bisschen geführt wird. Ja. Jawohl, wie so richtig Pferd schon, ne? Ja, und dann bauen wir dann. Warum müssen wir doch dann aufs Springturnier? Oh ja, da ist ja doch, wo ist das nochmal? In Dingens, gell? In Aachen. Ach, in Aachen, genau. Muss ich ja über ein Parcours. Ja. Ja, da musst du die Frisur besonders gut machen. Ja. Da lasse ich mir vorher noch ein paar Dauerwellen legen. Ja, ja, klar. Und ein bisschen Lippenstift. Jetzt wird sie praktisch hier nochmal alles auf Vordermann gebracht. Jawohl, Bonnie. Die Bonnie sieht jetzt besser aus als vorher, wenn er so dick wie sie war. Und das musst du jeden Tag machen? Ja, alle zwei, drei Tage auf jeden Fall. Weil ja das Mädchen, wo die Bonnie pflegt, die ist ja zurzeit im Urlaub. Ach so, ihr habt sonst jemanden, der ab und zu mal... Aber weil die jetzt nicht da ist, fünf Wochen... Da musst du schon selber dran. Schon selbst dann. Siehst du, Bonnie, das gefällt dir, gell? Ja, da verliere die auch ganz schön Haaren, fast wie ich. Bei mir gibt es noch nicht mehr so viel zu verlieren, gell, Bonnie? Hier, was gibt's denn da? Ach, jetzt warte mal, jetzt habe ich noch nicht so. Jetzt haben wir es aber. Yeah! Fein! Das ist fein! Gell? Nochmal, komm! Komm, mach nochmal, hopp! Nein, das war nichts! Hopp! So, ist gut! Das ist lieb! So, Moment, haben wir so schön. Gut machst du das, gell? Und jetzt für ihr Gewicht. Hinlegen! Machst du das? Nee. Schau. Das ist genau dasselbe. Guck, wie schön sie jetzt frisst. So frisst sie den ganzen Tag. Ja, kein Wunder, dass sie dann so Gewicht kriegt. Und, solche, und so lange Haaren, gell? So lange Haaren. Bonnie. Und die kurzen Füße. Weil das Gewicht, das drückt dann so auf die Füße, dass das Pferd dich ohne abläuft, ne? Bei aber den großen Pferden, da bin ich nie so runtergefallen, dass ich was gebrochen hatte. Irgendwann fällt mir auch nicht mehr vom Pferd. Ja. Ja, das ist schön. Und wie heißt der jetzt, der Hase? Mola. Mola? Ja. Also wenn ich das ist die Mola, gell? Und die andere von der Claudi, die ist leider verstorben. Ach. Die braune. Ist da voll raus? Ja. Das weiß die Claudi noch gar nicht. Hm? Nö, aber so schlimm wird es nicht sein. Ja, ihr seid die Holländer, so. Die Holländer sind das, gell? Da sind ja praktisch gleich zwei. Ist lecker da oben. Ist lecker. Ja, ihr zwei. Ja, die suchen sich die Flöhe oder was? Ne? Nee, die trinken doch da am Ding, am Wasser. Ach ja, der ist ja der Schlauch, ja, der ist. Wie sie da rumleck. Der da recht, der hat schon. Das werden dann später Molche. Das werden Molche später, gell? So Molchhasen. Die tun sich dann vermolche und danach ja, ja, dann sind sie wenn dann die dann ins Wasser hineingehen, dann werden sie dann Molche. Automatisch. Und wenn sie dann noch Country haben, sind sie dann Country-Molche praktisch. Ach, genau. Das sind ja drei, oder? Ja, ja, das sind drei da drin. Aha, das Trio. Mhm. Gell, du bist jetzt ganz brav. Jawohl.
Wie heißt denn das jetzt? Weiß ich gar nicht. Hat keine Arme. Das sind alles Trippel. Wie heißen die? Trippel? Das sind alles Trippel. Ja, wie heißt ihr dann? Auch Trippel? Alles Trippel. Das sind alles Trippel, gell? Alles ja, Trippel. Brav. Und jetzt kommt ihr schön da rein, gell? Da, jetzt zeigst du mal, wo ihr hingeht. Aha, das praktische Aquarium für Meerschweinchen ohne Wasser. Oh, wir rennen. Nein, Renneklau. Wir sind keine Piraten. Wir sind Renneklau. Renneklauden, ja, genau. Das ist echt süß. Hier Schriftkäfen. Trippel. Wie so kleine Ratten. Trippel. Ja, die Verwandtschaft, die ist ja da nicht ganz so weit weg, gell? Dann laufen sie mir in einer Reihe so meistens. Toll. Ja, geh noch ruhig vor. Dann kannst du damit das mal verabfolgen, wie sie jetzt. Also die Daisy ist ja eigentlich kein richtiger Palomino und Palomino ist ja mehr so ein Quarterhorse. Mhm, Viertelpferd praktisch nur. Ja, aber die Daisy ist ja nur ein Mischling aus Hannoveraner und Pindo. Ist natürlich auch gelungen, die Mischung. Ja, von der Farbe her auf jeden Fall. Das ist sehr schön gefärbt. Schön gefärbt. No. Ja, und er ist ja ein Halbaraber. Ah, ein Halbaraber. Ja, Partbrettaraber nennt man das. Und der kriegt ja auch eine helle Mähne jetzt. Er blondet leicht. Ja, der wird größer als sie. Ja, Cheyenne. Was hat die denn für ein Stockmaß? Die Daisy ist 1,52 und er ist jetzt 1,80. Okay. Das Pferdeglück. Mücken wegmachen. Mhm. Ja, das ist halt die Arbeit, die mit den Pferden immer anfällt, ne? Gell? Haben die Mücken hier unten immer so? Ja, ja, die müssen halt weggemacht werden. Ja. Ah, die passen schön zusammen, die Pferde, ne? Die sehen gut aus von der Farbe her, gell? Mhm. Okay, so, winkt noch einmal schön, ihr Pferde, zum Abschied. Ist aber sehr fotogen, der Kerl. Ja. Bleib hier, komm, bleib hier. Bleib da.